So, herzlich willkommen zu unserem Closing des Tages. Was ist passiert? Was haben wir verpasst? Was war in den anderen Sessions los? Ich schaue rein und zwar mit Sebastian Hondasch, dem Festivalleiter und der organisatorischen Leitung Lavinia Hirsch. Herzlich willkommen auf der Bühne. Herzlich willkommen zurück, kann man sagen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich wechsle mal den Platz mit euch und gehe hier rüber, weil dann habe ich nämlich den Chat im Blick, während wir drei reden. Bitte schreibt eure Kommentare in den Chat rein. Was habt ihr mitgenommen aus dem Tag? Was hat super funktioniert für euch? Was können wir vielleicht bis morgen noch anpassen, wenn es irgendwas gibt? Also schreibt eure Eindrücke, eure Inspiration, eure Themen in den Chat. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier noch mit einfließen lassen, wenn ihr schnell genug seid. Ja, Sebastian, Lavinia, wie geht's euch? Was ist euer Fazit? Boah, ganz schön fertig. Das war schon hohes Level an Adrenalin heute Morgen, kann ich sagen, und auch die letzten Tage. Und das ist ja auch so verrückt, wenn man ein ganzes Jahr lang auf so eine Veranstaltung wie diese hinarbeitet. Da ist man ja immer so ein bisschen, denkt man, okay, jetzt noch 6 Monate, jetzt noch 5, jetzt noch 4, jetzt noch 3 Wochen, jetzt noch 2 Wochen. Und dann ist das da und man realisiert das gar nicht so richtig. Ich denke aber natürlich auch schon direkt wieder ans nächste Mal, um ehrlich zu sein. Ich gucke auf die Zahlen. Wir sehen ja live auf der Plattform die Zahlen im Backend. Wir sehen, wie sich die Leute verhalten. Und man fängt schon an zu überlegen, aha, okay, interessant, was sind da eigentlich die Konsequenzen für uns draus. Also das sind schon, also mein Kopf ist gerade schon am Rattern. Was bedeutet das alles eigentlich? Wenn du das sagst, musst du uns natürlich auch verraten, über was du da nachdenkst. Okay, das sind natürlich unausgegorene Sachen. Ich sag's mal ein bisschen abstrakter. Ich sehe, dass eine bestimmte Art an Veranstaltungen besonders viele Leute anzieht. Und zwar alles, was verspricht, praxisorientiert Nutzen für die eigene Arbeit zu geben. Das ist tatsächlich das, wo man ganz klar sieht, und das ist richtig akzentiert in den Zahlen. Naja, und natürlich muss man halt auch gucken, was wollen denn die Leute, die mitmachen beim University Future Festival? Und das fließt in unsere nächsten Überlegungen mit ein, klar. Jetzt haben wir ja aber noch 2 Tage, auf die wir uns erstmal für dieses Jahr freuen. Richtig. Genau, und wir haben ja ganz vieles tolles Programm noch geplant. Wie war dein Fazit von heute? Über was hast du nachgedacht, wenn du eine Sekunde hattest? Also ich bin erstmal sehr zufrieden und freue mich, dass es jetzt noch nicht vorbei ist, dass wir noch 2 Tage haben. Es hat ganz viel ganz toll geklappt, auch gerade hier in Berlin. Wir haben parallel ja noch 2 weitere Präsenzstandorte heute gehabt, einmal in Leipzig und einmal in Nürnberg. Und auch da mit den Kollegen haben wir zwischendrin mal telefoniert und die waren auch ganz beschwingt davon, wie das Ganze dann auch eben zusammenkommt. Also vor Ort, digital, es ist ja immer irgendwie auch eine bunte Mischung und dass das so gut aufgeht, auch in diesem Programm, darüber freuen wir uns sehr. Du hast gesagt, Adrenalin-Level, da sorgt ihr natürlich auch selber dafür, zum Beispiel die Standorte, ne? Ganz am Anfang war es Berlin, dann kam, glaube ich, ein kleiner Streaming-Event dazu, bei einem der UFs, wo ich noch mit am Start war. Jetzt 5. Wie kam die Entwicklung? Warum habt ihr euch das vorgenommen? Ja, das ist tatsächlich, wir kommen ja aus dem Digitalen und wir wollten da auch weiterhin bleiben. Wir merken aber auch, dass die Präsenz natürlich ihren Reiz hat. Also wir haben hier heute auch noch einen größeren Experience-Space aufgebaut. Man kommt nochmal anders zusammen. Die Digitalität hat aber natürlich auch ihre Flexibilität, viele Vorteile, von daher wollten wir davon auch nicht weg. Und deswegen unsere Idee, lokale Hubs zu bilden in verschiedenen deutschen Standorten, um einfach allen die Möglichkeit zu geben, da wo sie eben auch sind in der Region, eben auch zum UF zu kommen und sich da lokal zu vernetzen. Genau. Was war so, war das auch vielleicht das Herausforderndste organisatorisch oder ist das das Herausforderndste? Das ist auf jeden Fall Teil davon, aber es ist vor allem die Größe und die damit einhergehende Komplexität, die wir uns selber geschaffen haben durch dieses Format, die natürlich total schön ist und total viel Spaß macht, aber natürlich auch viele Partner, die beteiligt sind, viele Sachen, die zu koordinieren sind. Ja, von daher tatsächlich die Größe. Deine Hand hat gerade gezuckt mit dem Mikro, es sah so aus, als würdest du gern was hinzufügen. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so der Blick darauf, wie wir das University Future Festival betrachten, das soll einfach eine ganz große Umarmung sein. Eine ganz große Umarmung an eine Community, an aktiven, engagierten Leuten. Es ist ein großes Glück, im Hochschulforum Digitalisierung zu arbeiten. Die vielen Leute, die tausenden Leute, die sich bei uns über die vielen Jahre aktiv engagiert haben,
Die machen das ja alles freiwillig. Die machen das ja nicht, weil sie jetzt irgendwie von uns irgendwie groß Vorteile sich versprechen, außer natürlich Vorteile im Sinne von Vernetzung und im Sinne von Community. Und dieses Festival, das ist natürlich von mehr Schultern getragen als nur vom Hochschulforum, ganz besonders von der Stiftung Innovation und der Hochschullehre, klar, die das ja mit uns zusammen veranstalten, Stifterverband auch dabei als starker Partner. Es soll aber einfach eine Art, ein Ort sein, wo die Leute zusammenkommen und eben Ort nicht als der eine physische Ort, sondern als viele Orte, die zusammen einen großen Ort bilden, wenn das irgendwie Sinn macht. Mhm. Ja, macht Sinn, auf jeden Fall. Ihr macht das nicht alleine. Heute Morgen habe ich schon gesagt, ne, die Stiftung Innovation der Hochschullehre ist mit dabei, der Stifterverband unterstützt. Gibt es noch andere wichtige Partner? Oder? Ja, ganz viele. Also genau, die wichtigsten Partner sind natürlich diejenigen, die die Partnerbühnen machen. Ich will es einmal vielleicht kurz aufzählen. Das wäre in Bochum Orca NRW, das wäre in Heilbronn der KI Campus, das wäre in Nürnberg die Technische Universität Nürnberg und die Technische Hochschule Nürnberg und in Leipzig ist es die Uni Leipzig. Das ist ganz besonders wichtig. Wir haben aber ein ganz großes Netzwerk an sogenannten Netzwerkpartnern. Das sind über 40, das sind große bekannte Organisationen wie der Deutsche Akademische Austauschdienst dabei, aber auch viele kleinere Landesinitiativen. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Wir haben auch ein paar Partner, die so ein bisschen eine speziellere Rolle haben. Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, DGHD, die so ein bisschen Trainings und Workshops machen, genauso Stifterverband Change, die auch so ein paar Workshops anbieten. So und so kommt das dann alles zusammen. Es ist ein sehr großes Geflecht, aber auch das ist ja Teil von dieser Philosophie, dass wir sagen, okay, das University Future Festival soll halt eben eine Art positive, wertschätzende Umarmung sein und gerade deswegen halt auch so viele Partner. Ich habe noch zwei Fragen für euch, aber wenn euch im Chat noch was am Herzen liegt, dann schreibt es schnell. Es landet bei uns immer mit einer halben Minute Verzögerung im Stream, aber gebt Gas und vielleicht fließt das hier noch mit ein. Bis dahin, zwei Tage gibt es noch. Wir haben gehört, es geht ums Vernetzen, um Zusammenkommen, Themen gemeinsam vorantreiben. Wofür könnte ich die nächsten zwei Tage noch nutzen? Genau, also ich habe schon mal reingeguckt, auch auf der Plattform. Wir haben ja eine Social Wall, auf der man wie bei Twitter Fotos teilen kann. Einige haben das schon auch gemacht, beispielsweise das UF aus ihrem Homeoffice, was sie sich anschauen, gepostet oder gesagt, von wo sie sonst zuschauen. Also nutzt das gerne, um irgendwie auch schöne UF-Momente zu teilen. Und wo auch ganz viel schon passiert ist, ist tatsächlich das Connection Center. Ich hatte es heute Morgen bei unserer Begrüßung schon mal kurz angeteasert und es wird tatsächlich sehr, sehr gut angenommen, worüber wir uns sehr freuen. Von daher hier nochmal der Aufruf, gerne jetzt nochmal reingehen, weil jetzt haben ja ganz viele schon was eingetragen und eben einmal schauen, was da vielleicht dabei ist, was man selber gerade sucht und wo man sich dann eben wunderbar vernetzen kann. Das heißt, ihr seht, dass die Leute nicht nur reinschreiben, sie bieten und sie suchen, sondern sie nutzen, gehen tatsächlich aufeinander zu und interagieren. Genau. Genau, in Teilen sehen wir das auch, aber deswegen wäre auch nochmal der Aufruf, das nochmal verstärkt auch zu nutzen. Mhm. Wunderbar, also unbedingt draufklicken auf das Connection Center, das seht ihr im Lobbybereich sozusagen oder in der Landingpage. Ja, was passiert morgen noch? Ja, vielleicht nur ganz kurz noch für alle Heavy-UF-User. Es gibt ja auch noch unsere On-Demand-Funktionen. Also wer heute Abend noch mehr UF möchte, der kann heute Abend noch die ganze Nacht quasi UF-Beiträge anschauen. Also auch das lohnt sich, da nochmal reinzugucken, damit man morgen die frischen Beiträge dann auch nicht mehr verpasst. Genau, und da habe ich schon meine Überleitung quasi für morgen. Wir haben morgen unsere Bühnen in Heilbronn und in Bochum. Da freuen wir uns sehr drauf. Also gerne da die zwei weiteren Präsenzstandorte sich angucken. Ja, und ansonsten haben wir hier sowohl vor Ort als auch im Digitalen noch einiges vorbereitet. Ja. Wolltest du noch was hinzufügen, Sebastian? Nee, ich freue mich total auf morgen und ich freue mich auch über alle, die dabei sind. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, fürs Engagement. Ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Wird ein Wrap-up auf der Bühne. Ich glaube, ein kleines Päuschen haben wir uns verdient und dann sind wir morgen wieder frisch am Start. Und ich hoffe, das macht ihr genauso. Einen schönen Feierabend, mit wem auch immer ihr den verbringt. Und ich hoffe, wir sehen uns in aller Frische morgen wieder. Ah, hier kam noch rein. Vielen Dank allen. Ja, es kam noch ein gutes Feedback rein, während wir jetzt schon sagen. Genau. Danke. Bis morgen.